Servus die Malen und grüß euch die Buben. Ja, ich begrüße euch herzlich zu einer kleinen Kochsession. Ich wurde da nämlich nominiert zum Kochen mit Zwiebeln und Kartoffeln. Das haben wir auch vor, wurde nominiert von Simon vom Kanal mit Kappe im Wald. Und da würde ich mich natürlich anhängen, es wisst ihr, ich ist ja sehr ungern draußen und daher mache ich da natürlich sehr gerne mit. Ja, meine Hauptzutaten sind natürlich, was auch gefordert ist, Kartoffeln und eine Zwiebel. Ich habe auch diesmal eine rote dabei. Es wird ein eigenes Pfännchen, nämlich das Carlos-Pfännchen. Das wisst ihr schon, es gibt den Burger, Carlos-Burger. Und jetzt kommt auch noch das Carlos-Pfännchen dazu. Und was kommt da alles rein? Hui, die sind lästig. Muss ich das nächste Mal mein Ding wieder mitnehmen. Wie gesagt, wir haben Kartoffeln, habe ich zwei dabei. Ich habe eine rote Zwiebel. Dann habe ich noch ein paar Speckwürfel, die gehören natürlich noch schön anbranzt. Und man gehört natürlich dazu. Ich habe ein paar Paprika. Frauchen daheim hat schon ein bisschen was voll geschnitten, habe ich gleich ein bisschen was gestohlen. Dann Zucchini-Scheiben habe ich da. Dann noch ein Champignon, kommt auch dazu, ein bisschen zur Geschmacksverstärkung. Und so Kaminwurzen oder wie man die nennt, die werden wir sie auch noch dazu schneiden. Und oben drüber noch ein bisschen Schnittlauch. Also das Ganze muss ja da einen gewissen Touch haben. Ja, ich würde sagen, ich werde nicht lang um und um tun. Das Ganze mache ich auch diesmal wieder an vom Gas. Und ich fange einmal an, meine Erdäpfel zum Schneiden. Ich werde mir die relativ klein machen. Also nicht so groß wie immer. Ich werde die diesmal kleiner schneiden. Ja, wenn man es auf dem Messer nicht schleift, schneidet es natürlich gleich viel besser. Ja, auf die Finger aufpassen. Ich habe nur Zähne. Ja, ich werde es jetzt einmal in Ruhe fertig schneiden und dann hänge ich wieder dazu. So, die habe ich jetzt schon mal klar geschnitten. Ich habe ein kleines Plastikteil noch mitgenommen. Die kommen dann aufs Öl. Und jetzt kommt natürlich noch eine Zwiebel dazu. Jetzt machen wir noch. Machen wir da weiter einer. Ist das auch auf der Seite? Champignon kommt noch dazu. Schön klein schneiden, das ist dann relativ schnell durch. Weil das einen schönen, guten Geschmack hat. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an und hauen einmal die Erdäpfel ins Öl rein. So. So, jetzt haben wir mal die Erdäpfel dazu. Immer schön umdrehen. Im Gas geht es natürlich schnell. Kann dann schon teilweise zum leicht braun werden. Ich werde jetzt ein bisschen zurück dran. Schön langsam, wir sind ja nicht auf der Flucht. So, ich habe das Öl jetzt einmal angesichert ein bisschen. Und die schauen natürlich schon gut aus. Dann mal ein bisschen rein. Die machen schon wirklich sehr guten Eindruck. Jawohl. Die wollen wir auf die Seiten tun. Und jetzt
Hören wir gleich einmal in den Speck rein. Dann werden wir aber gleich die Schwammerl jetzt dazu tun. In der Zwischenzeit werden wir sehen, noch die komischen Wurzeln da, oder wie die heißen, schneiden. Schön klar. So. Zwiebel dazu. Sehr schön klar. So, dann schmeißen wir noch die Zucchini dazu. Und die Wurst haben wir noch einer. Mit an Bord. Unsere Erdäpfel wieder dazu. Und natürlich auch unsere Paprika jetzt. Da haben wir schon ein schönes Schüssel voll. Oh, dann kommt noch ein bisschen Spezialmischung drüber. Die kommt ja bei mir überall dazu. Und was nicht fehlen darf, wenn wir sie haben, Bärlauchsalz. Ja, jawohl, wenn wir nicht sparen, haben wir ja genug. So, zu guter Letzt noch. Schnittlauch, das hat ein bisschen eine andere Farbe gekriegt. Ja, und das war's. Das Tandel ist eigentlich fertig. Ich würde sagen, das schaut da gar nicht so schlecht aus, oder? Wunderprächtig. Jetzt sind wir meiner Sonne, das schaut nicht appetitlich aus. So, und zu guter Letzt werden wir das jetzt verspeisen. Mahlzeit. Meine besten Wünsche gehen raus an den Erfinder der Challenge, an den Simon. Echt geile Aktion. Herrlich. Kann natürlich jeder nachkochen. Kalospfännchen. Ja, Freunde, wie man sehen kann, es ist alles verputzt. Das war wirklich vom Allerfeinsten. Also so Eigenkreation. Ja, klar, Kalospfännchen, so wie mein Burger. Ja, der kann schon was. Hat alles dazu gepasst, war wirklich alles optimal. Und der krönende Abschluss, was natürlich dazu gehört, ohne den geht ja gar nichts, ist natürlich einmal, ich würde sagen, ein Kaffee. Ja, aber was sowieso gehört auch bei einer Challenge, ich muss natürlich meine ganzen Krankensessel grüßen, das gehört zu mir dazu. Schaut mal, dass mir gesund wird, und meine ganzen gesunden. Schaut mal, dass man nicht krank wird. Prost! Und der Rest der Welt gehört natürlich auch dazu. Ah, ja. Das ist Bialetti. So, da,
Und wie versprochen, möchte jetzt noch gern drei Leute nominieren, die was bei dieser Koch-Challenge mitmachen, bei Kochen mit Zwiebeln und Kartoffeln. Das rennt unter den Hashtag CooksWoop. Ich schreibe das eh bei mir in der Beschreibung ein, das könnt ihr dann lesen. Dann noch bitte erwähnen, dass das von Simon kommt. Kanal verlinke ich sowieso da oben, ist eh ganz klar. Ja, als erstes nominiere ich meinen Freund, den Miesegrau. Vielleicht willst du auch mitmachen. Ein paar Kartoffeln, ein bisschen Zwiebeln und sonst noch was, was dir einfällt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Wenn nicht, es ist kein Zwang, ich sage es gleich dazu. Gell? Dann als nächstes hätte ich den Adventure Bushcraft, den Bane. Der ist sicher dabei bei meinem Essen. Ist er sowieso auch immer Weltmeister. Also Bane, wenn du mitmachst, würde mir das auch sehr gefallen. Und als drittes einen ganz jungen Kanal. Also die hat, glaube ich, erst drei Videos. Ich habe den heute entdeckt. Der Kanal heißt Victoria in the Wild. Wenn du auch mitmachen willst, bist herzlich eingeladen. Und wie gesagt, wer natürlich nicht mitmachen will, es ist kein Zwang oder nichts. Es geht rein um einen Spaß. Ein bisschen Gemütlichkeit draußen, was kochen, machen wir alle ganz gern. Und von daher, so ist es optimal. Ehrlich. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es machen viele mit. Und in dem Sinn wünsche ich nochmal. Möchte mich nochmal herzlich bedanken bei Simon, meinem Kanal mit Kappe im Wald, dass ich nominiert worden bin. Und ich wünsche euch noch was. Man sieht sich. Ciao, Freunde. Auch schon leer. Muss ich mir noch machen.